Es ist Sommer und viele Menschen fliegen in den Urlaub. Doch viele wissen nicht, dass sie im Flugzeug einer erhöhten Strahlung ausgesetzt sind. Die Erde wird ständig von kosmischer Strahlung getroffen. Und genau diese trifft auch das Flugzeug. Diese Strahlung ist ionisierend, das heißt, bei zu hoher Dosis kann die Strahlung gesundheitsgefährdend sein. Aber wie gefährlich ist diese ionisierende Strahlung im Flugzeug? Die Atmosphäre der Erde filtert einen großen Teil der kosmischen Strahlung heraus. Gleichzeitig lenkt das Magnetfeld unseres Planeten einen Teil der Strahlung zu den Polen ab. An den Polen der Erde ist daher die Strahlung stärker als am Äquator. Das Auftreten von Polarlichtern ist besonders diesem Effekt geschuldet. Das schützende Magnetfeld der Erde wird jedoch durch die Sonnenaktivität und damit den Sonnenwind beeinflusst. Die kosmische Strahlung ist also auf dem Boden sehr viel geringer als in der Höhe. Auch am Äquator ist sie geringer als an den Polen der Erde. Um die Strahlenbelastung im Flugzeug zu berechnen, muss man daher vier Dinge kennen. Die genaue Route des Flugs, die Höhe der Flugroute, die Dauer des Flugs und die vorherrschende Sonnenaktivität. Ein Computerprogramm erledigt die Rechenarbeit. Wer also längere Strecken fliegt, nah an den Polen oder besonders hoch fliegt, der unterliegt durchschnittlich einer größeren Strahlenbelastung. Ein Beispiel. Ein Flug von Frankfurt nach New York und zurück führt zu einer zusätzlichen Strahlenbelastung von etwa 5% der gemittelten jährlichen Strahlenbelastung, die wir auch auf dem Boden aufgrund natürlicher Strahlung erhalten. Dies ist nicht sonderlich viel und ungefährlich für Erwachsene und Kinder. Doch Piloten und die Flugzeugcrew fliegen sehr viel häufiger und unterschiedlichste Flugrouten. Ihre Strahlenbelastung ist also um einiges größer und wird von den Fluggesellschaften ermittelt und gespeichert. Damit wird sichergestellt, dass ihre jährliche Strahlenbelastung den gesetzlichen Grenzwert nicht überschreitet. Alle Fluggäste können somit unbesorgt den Flug genießen und sich auf den Urlaub freuen.